einpacken wollte? Das ist mir wurscht, was Sie hier wollten. Das ist mein Parkplatz, und zwar seit ewigen Zeiten schon. Ein schöner Kavalier sind Sie. Danke. Alte Schnepfe. Rudolf! Dagmar ist am Telefon. Bitte komm schnell, irgendwas passiert da gerade. Ja, ja, ja. Sie sagt, er will Sie umbringen. Wasser, Wasser, was? Dagmar, was ist los? Rudolf, hilf mir! Hilf mir, Rudolf! Er bringt mich um! Du, der bringt mich um! Hol die Polizei! Los, hol die Polizei! Rudolf! Wieso will er dich umbringen? Das ist doch Unsinn! Mein Gott, hol doch die Polizei! Dagmar! Hallo, Dagmar! Herrgott, was ist denn da bloß los? Nochmal, was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, sie sei in Lebensgefahr, er will mich umbringen und sie hätte sich in ihrem Zimmer eingeschlossen. Hat sie umbringen gesagt? Ja, warum geht sie da nicht ran? Die kann doch nicht einfach einhängen. Rudolf, und was ist, wenn er aufgelegt hat? Sie hat gesagt, wir sollen die Polizei holen. Gut. Die beiden führen eine scheiß Ehe, das weiß ja jeder. Aber jemanden umbringen, das ist ja Gott behüte eine ganz andere Sache. Aber ich würde es ihm zutrauen. Ihm traue ich es zu. Was soll ich der Polizei denn sagen? Dass ich jetzt langsam Angst kriege? Ach was, ach was, ach was. Du hast doch selbst gesagt, du würdest es ihm zutrauen. Jedenfalls kommt keiner an die Tür. Es macht keiner auf, das siehst du doch. Hat sie überhaupt von zu Hause angerufen? Sie sagte, sie sei in ihrem Zimmer, sie hätte sich eingeschlossen. Ach so, ja. Wir können hier mal ums Haus rumgehen. Da ist doch nichts. Was macht ihr denn hier? Was ist los mit euch? Macht Dagmar nicht auf? Wo kommst du denn her? Wo ich herkomme, was soll die Frage? Der Dagmar hat uns angerufen. Ja, Moment noch. Vor einer halben Stunde. Sie war in großer Angst. Sie wollte das für die Polizei rufen. Was ist? Du würdest sie umbringen. Dagmar! Wo hat sie euch angerufen? Von hier? Sie sagte, sie sei in ihrem Zimmer. Sie habe sich eingeschlossen. Am Telefon hörte man, dass jemand versuchte, die Tür zu öffnen. Mit Gewalt. Ich gehe mal nach oben. Rudolf, vielleicht hat Dagmar da gesponnen. Das weiß ich noch nicht. Ich meine, da bin ich nicht so sicher. Die Kriminalpolizei haben. Engler hier. Kommen Sie bitte in die Hohenfelder Straße Nummer 12. Ein Mord. Meine Frau ist ermordet worden. Sie liegt in ihrem Zimmer auf dem Boden.
Blaue Flecken am Hals. Die Zimmertür aufgebrochen. Mitsamt dem Schloss aufgebrochen. Geh nicht drauf. Nicht bevor die Polizei da war. Dann frage ich dich jetzt nochmal. Von wo kommst du? Wenn es stimmt, was ihr sagt, dass Dagmar euch angerufen hat, dann wird mir eben diese Frage die Polizei stellen. Und ich werde sie beantworten. Mehr sagst du nicht dazu? Mehr nicht? Was hat sie denn eigentlich gesagt? Bitte den genauen Wortlaut. Sie sagte, er will mich umbringen. Ich würde sie umbringen? Wen könnte sie sonst gemeint haben? Es gibt ja nur dich im Haus. Du warst es. Du hast es getan. Du hast sie umgebracht. Bist du verrückt geworden? Stefan, servus. Hi, Willi. Die Tote heißt Dagmar Engler, wohnt allein mit ihrem Mann hier im Haus. Er wartet unten. Zusammen mit dem Bruder der Toten und dessen Frau. Ja, und die erzählen nun eine wilde Geschichte. Also die Frau hat angerufen, hat gesagt, helft mir, er will mich umbringen. Wer ist er? Er ist überzeugt davon, sie kann nur ihren Mann damit gemeint haben. Was sagt denn er? Er sagt, er war gar nicht hier im Haus. Gut, gehen wir mal runter. Ja. Wenn Sie den Mörder suchen, da steht er. Sperren Sie ihn ein. Er war es. Er war es! Lassen Sie uns mal allein. Wissen Sie, ich verstehe meinen Schwager. Wenn meine Freundin wirklich angerufen hat, so wie er sagt, in Todesangst, gesagt hat, er will mich umbringen, dann muss er doch jetzt sagen, wer war es. Ich nehme ihm das nicht übel. Ja, ja. Also, wie erklären Sie sich den Anruf Ihrer Frau? Seine Bemerkung. Er will mich umbringen. Die ganze Zeit denke ich drüber nach. Vielleicht ist da etwas falsch verstanden worden. Ein aufgeregter Anruf, Telefon, eine Stimme, kaum verständlich. Einfach ein Missverständnis, eine Mystifikation. Na klar. Sie waren ja auch gar nicht zu Hause, nicht wahr? Nein, ich traf meinen Schwager und meine Schwägerin vor der Haustür, war gerade angekommen und fragte, was ist denn los mit euch? Von wo kamen Sie denn? Ich hatte einen Besuch gemacht. Eine Besprechung, eine Angestellte meiner Firma. Was für eine Firma ist denn das? Eine Kleiderfirma. Mhm. Oder Atelier, eigene Werkstätten. Die Dame, von der ich spreche, macht Entwürfe für uns, mit der war ich verabredet. Von wann bis wann? Von 10 bis 11:30, bis ich eben meinen Schwager vor der Haustür traf. Tja, also ich glaube, Ihnen und mir ist am meisten damit gedient, wenn wir Ihr Alibi sofort überprüfen. Natürlich, mir liegt ja selber dran. Nehmen wir meinen Wagen, Ihren Wagen? Was glauben Sie? Wir können meinen nehmen. Wer könnte der Mörder Ihrer Frau sein? Ach so, ja. Die ganze Zeit denke ich drüber nach. Haben Ihre Ermittlungen was ergeben? Das war kein Einbruch ins Haus, auf gar keinen Fall. Fenster, Türen, ist alles intakt. Nein, nein. Der Mörder, entschuldigen Sie bitte, gehörte entweder ins Haus oder aber es war ein Bekannter, den man hereingelassen hat. Das war im Haus. Begann dann ein Streit, Ihre Frau flüchtete in ihr Zimmer, schloss es ab. Und der Mörder, der brach die Tür auf und tötete sie. Wissen Sie, dass ich ganz am Rand bin? Sind Sie? Was Sie sagen, bedeutet doch nichts anderes, als dass Sie es ausschließen, dass ein Fremder für die Tat in Frage kommt. So ist es allerdings, ja. Sie werden schon auf mich kommen. Sie werden feststellen, dass meine Frau und ich eine ganz schlechte Ehe führten. Sehr schlecht, ja. Sie waren miserabel.
Wir waren wie Hund und Katze. Ja, und. Das ist doch nichts Besonderes. Ich meine, es passiert doch dauernd. Nein, nein. Wenn Sie ein hieb- und stichfestes Alibi haben, Herr Engler, es kann Ihnen gar nichts passieren. Die Sache ist aber so. Die Dame, zu der wir fahren wollen, ist meine Geliebte. Ja, und? Und das spricht doch nicht unbedingt gegen Sie. Oh nein, Moment mal. Oder soll das heißen, dass Sie für die Zeit von 10 bis 11:30, dass Sie da beide allein waren? Ganz allein. Ach, keine Zeugen? Keiner. Ja, also, Herr Engler, dann kommt es natürlich auf die Glaubwürdigkeit Ihrer Zeugin an. Wie stellt man Glaubwürdigkeit fest? Ja, zunächst einmal mit einer guten Portion Erfahrung. Ich bin also abhängig von Ihrer persönlichen Beurteilung? Ich sagte zunächst einmal. Zeigen Sie mir bitte mal Ihre Hände. Meine Hände? Ja, strecken Sie sie vor, so. Was wollen Sie daran sehen? Ob Sie Verletzungen haben. Kratzwunden, Hautabschürfungen. Wenn ich jetzt meine Hände so um Ihren Hals lege, was würden Sie tun? Doch nur eins, nicht? Sie würden versuchen, sie mit aller Gewalt herunterzureißen. Ja, natürlich. Und? Habe ich Hautabschürfungen, Kratzwunden? Nein, aber Ihre Hände zittern. Wir nehmen meinen Wagen. Ja, ist es hier richtig? Ja, hier. Ich bin es, Heinz. Dagmar ist ermordet worden. Du hörst doch, Dagmar ist ermordet worden im Haus in ihrem Zimmer. Gut, sie wurde jetzt, erwürgt. Gut, es langt ja. Es langt ja. Es ist Schluss jetzt. Bitte machen Sie auf, wir kommen rauf. Hier ist die Kriminalpolizei. War ganz erschrocken, haben Sie gehört? Was? Nee, nicht unbedingt, nein. Ich sollte Ihnen noch was sagen, damit Ihr erster Eindruck nicht gleich falsch ist. Meine Freundin, sie ist sehr, gar nicht einfach, das zu erklären. Viele tun sich schwer mit einem solchen Menschen, jedenfalls gewöhnliche Leute, die Gewöhnliche Leute sind wer? Naja, Leute, die von allem eine feste Vorstellung haben. Ach ja, ich verstehe. Du sagst, Dagmar ist ermordet worden? Ja, aber stell jetzt keine Fragen, sondern beantworte welche, und zwar diesen Polizeibeamten hier. Zunächst mal dürfen wir vielleicht reinkommen. Ja, du, es geht kurz gesagt um Folgendes. Ich war noch bei dir heute Morgen. Und deshalb möchte ich wissen... Moment. Ist das schon wieder gegen die Spielregel? Okay. Jetzt denke ich, ich will dir was einreden. Also gut, machen Sie weiter. Wie heißen Sie? Wozu? Komm, mach keinen Ärger. Wozu soll ich ihm meinen Namen sagen? Was ist denn ein Name? Was sagt denn schon ein Name? Der sagt doch gar nichts. Weiß ich ja, aber es geht doch nicht darum jetzt. Du, der Mann ist Polizist, will eine Aussage von dir. Und sein Recht ist es zu wissen, von wem er sie bekommt. Zeig ihm meinen Personalausweis. Wo hast du denn den? Weiß ich doch nicht. Du bist doch andauernd hier. Weißt du es nicht? Okay. Schon in Ordnung. Ihr Name ist Susanne Moll. Dann? Den Personalausweis, wenn Sie den unbedingt sehen müssen, den finde ich schon irgendwo. Ordnung ist null hier, aber sie ist ein irres Talent. Schauen Sie sich das an, alles Ihre Ideen. Mhm. Ich hoffe, Sie haben ein Auge dafür, daran haben wir heute Morgen gearbeitet. Nein. Ja. Und jetzt komm, erklär Ihnen was. Ich war bei dir heute Morgen. Also, Moment mal. Es geht jetzt um Folgendes, Fräulein Moll, wenn Herr Engler wirklich heute Vormittag bei Ihnen war. Dann sollten Sie mir die genaue Uhrzeit nennen. Hast du gehört?
Sie mag sie nicht. Hm. Hör zu, ich scheue dir jetzt eine, wenn du nicht den Mund aufmachst. War ich hier oder nicht? Ja, du warst hier. Hast du es ihm nicht gesagt? Natürlich habe ich es ihm gesagt, aber er muss mir ja nicht glauben, oder? Wir haben schon Glück, wenn er dir glaubt. Also, er war hier heute Morgen. Das ist doch schön. Wenigstens etwas. Jetzt sagen Sie mir noch, von wann ab bis wann. Sehen Sie eine Uhr hier? Um 10 war ich hier und bin weg. Wann? Du bist doch gerade erst weg. Nein, nicht gerade erst, Susi. Das ist schon eine Stunde her. Für mich bist du gerade erst aus der Tür. Jetzt muss ich Sie fragen, ob Ihnen das reicht. Ja. Wir werden Ihre Aussage schriftlich fixieren und Sie unterschreiben dann. Ich unterschreibe nichts. Sie wird schon unterschreiben. Es ist einfach Ihre Art, erst mal gegen alles zu sein. Moment. Eine Frage habe ich nun doch noch. Kannten Sie Dagmar Engler? Natürlich kannte sie sie. Meine Frau war ja Ihre Chefin. Sekunde mal. Wie gut kannten Sie? Das ist die Frage. Ich kenne überhaupt niemanden gut. Erst müssten Sie mir mal sagen, was man darunter versteht. Sag mir. Und du hast ihn nicht festgenommen? Wie kann ich denn das? Da vor dir liegt die Aussage der Susanne Moll. Sie sagt, dass Engler bei ihr gewesen ist und ziemlich genau gegen 11 Uhr vormittags, also zur Mordzeit. Sie hat es unterschrieben. Was ist denn das überhaupt für eine Unterschrift? Wie? Was ist denn da nicht in Ordnung? Ja, schaust du doch mal an. Dieses Gekritzele. Wollen wir uns jetzt über Unterschriften unterhalten? Die hat ja bloß die eine, nicht? Aber eine Unterschrift drückt doch etwas aus, oder nicht? Ja, ach so. Und du weißt doch immer genau was, nicht? Moment. Du sagst doch, sie ist ungewöhnlich. Das sagst du doch. Ungewöhnlich? Ja, das kann man wohl behaupten. Na und? Soll ich deswegen ihre Aussage für weniger wert halten, nur weil sie eine verrückte Frisur hat und sich irre anzieht? Ich bin ja noch gar nicht fertig. Also die Aussage von dem Bruder der Toten und seiner Frau, die also übereinstimmend aussagen, dass Dagmar Engler Augenblicke vor dem Tod noch um Hilfe gerufen hat, mit den Worten, er will mich umbringen. Harry, es könnte sich hier um ein Missverständnis handeln. Da wird telefoniert, weißt du, nicht? Da sagt einer was und einer andere versteht da was. Er, was heißt denn bloß er? Harry, in diesem Fall ist nichts, aber auch wirklich nichts, zweifelsfrei. Genau. Und wie ist das mit der Aussage von der Moll? Ne, die ist allerdings auch nicht zweifelsfrei. Siehste, das wollte ich ja nur wissen. Die hat mich sowieso für den letzten Spießer durch. Oh, Junge, wie man aussieht, wie frisiert hier. Wer hat eigentlich Krawatten erfunden? Ach. Ja, bitte? Herr Engler, guten Tag. Guten Tag, gibt es was Neues? Haben Ihre Ermittlungen etwas ergeben? Willkommen erstmal. Ja, danke. Sie zittern übrigens nicht mehr. Na, ich gratuliere. Das spricht für innere Ruhe. Bitte. Danke, ich möchte mich nicht setzen. Es ist hübsch hier, wirklich hübsch. Ist das Ihr Büro oder das Ihrer Frau? Es ist, nun ja, das Büro meiner Frau. Naja, sie war ja hier die Firmenchefin, nicht wahr? Ja, war sie. Tüchtig. Ja, sehr tüchtig. Ich sehe, Sie haben sich erkundigt. Und danach steht Folgendes fest. Ihrer Frau gehörte die Firma und sie selbst war nichts als ein kleiner Angestellter. Na, kleiner Angestellter. Buchhalter. Ja, damit ist man doch kein kleiner Angestellter. Ich will Sie auch gar nicht beleidigen. Ich wiederhole nur das, was mir gesagt wurde. Also nach meinen Informationen wurde Folgendes gesagt. Sie seien hier nur ein kleiner Angestellter gewesen. Okay, nichts dagegen. Weiter. Ihre Ehe, die... Naja, sie war von Anfang an schlecht, ne? Das habe ich Ihnen nicht verschwiegen. Ganz abgesehen davon, eine schlechte Ehe zu führen, ist ja nichts Besonderes. Ja, das ist vollkommen richtig, aber Ihre Frau wollte sich von Ihnen scheiden lassen. Wer sagt das? Ihr Schwager. Ihre Frau hat zu ihm gesagt, dass sie sich von Ihnen trennen wolle. Sie habe schon mit einem Anwalt gesprochen. Mit einem Anwalt? Ja, sie sagte weiter wörtlich, ich habe Angst vor meinem Mann. Er ist zu allem fähig. Zu allem fähig. Das denkt er sich doch aus. Warum erzählen Sie mir das? Schauen Sie, Herr Engler, bei einer Scheidung von Ihrer Frau, da hätten Sie alles verloren. Und jetzt nach Ihrem Tod, da haben Sie alles behalten. Also das Motiv für den Mord,
Das liegt ganz allein bei Ihnen. Vergessen Sie eigentlich, dass ich ein Alibi habe? Ist es denn eins? Wenn Sie Ihre Freundin anrufen wollen, das ist sinnlos. Die wird gerade ins Präsidium gebracht. So, hier rein bitte. Mann, ist das ein Scheißbüro. Was meinen Sie? Ich habe lange nicht so einen toten Ort gesehen. Ja, was ist denn daran tot? Alles. Leben Sie hier? Leben nicht. Ich arbeite hier. Aber da haben Sie natürlich auch wieder recht. Wo ich arbeite, da lebe ich schließlich auch. Okay, in Ordnung. Sie sind Philosoph. Einen Tag hier und ich würde sowieso sterben. Haben Sie eine Zigarette da? Ja, ich nicht. Aber ich kenne einen starken Raucher. Moment mal. Willi, dein Typ wird verlangt. Ja, und bring die Zigarette mit, okay? Komm gleich. Schönen guten Morgen. Bitte. Oh ja, natürlich. Hübsche Haare haben Sie. Nun flippen Sie mal nicht aus, Kleiner. Ach nein. Kann ich noch was für Sie tun? Ich glaube nicht. Glaubst du nicht? Wollen Sie nicht Platz nehmen? Hören Sie, ich habe nur einen Gedanken. Wann kann ich endlich weg von hier? Morgen, Harry. Morgen, Stefan. Guten Morgen, Vollmond. Sind Sie schon da? Warum setzen Sie sich nicht? Tja, ich glaube, es gefällt dir nicht bei uns. Oh. Naja, dafür habe ich größtes Verständnis. Ihre Beziehung zu Engler interessiert mich. Engler sagt, Sie seien seine Geliebte. Ist das richtig? Haben Sie eine starke persönliche Bindung an ihn? Ich habe keine Bindung an nichts. Ah, dann wäre das Wort Liebe auf jeden Fall falsch. Hören Sie, ich möchte so schnell wie möglich weg von hier. Was wollen Sie von mir wissen? Ob Engler zur Mordzeit wirklich bei Ihnen war, nur das will ich wissen. Habe ich das nicht schon gesagt? Glauben Sie mir nicht? Ich werde Sie jetzt auf etwas hinweisen. Kommen Sie, setzen Sie sich. Auf was wollen Sie mich hinweisen? Ich bin ja dabei, es Ihnen zu sagen. Warten Sie es doch ab. Also, ich will Ihnen nur sagen, dass Sie die Aussage, die Sie gemacht haben, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, beeiden müssen. Und? Sie sollen nur wissen, was es kostet, wenn Sie einen Meineid leisten. Was kostet das? Wenn Ihnen ein Meineid nachgewiesen wird, dann gehen Sie garantiert für 2, 3 Jahre ins Gefängnis ohne Wenn und Aber. Dann weiß ich es ja jetzt. Wie ich das kenne. Oh, und erschrecken wollen, dass man gleich ganz klein wird. So klein wollen Sie doch. Nein, ich will Sie nicht so klein. Ich will nur nicht, dass Sie einen Mörder schützen. Also, war Engler gestern Vormittag zwischen 10 und 11:30 bei Ihnen? Habe ich das nicht unterschrieben? Sie können ja. Schrift jederzeit zurückziehen. Das hat keine Folgen für Sie. Ich ziehe nichts zurück. Warum soll ich was zurückziehen? Guten Abend. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich habe noch einen kleinen Umweg gemacht. Wollen Sie reinkommen? Nur ganz kurz. Ich habe schon gehört, Sie haben sich die Kleine noch mal vorgenommen. Sie haben mir ziemlich zugesetzt. Sie wollten, dass sie ihre Aussage zurückzieht. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte, dass sie die Wahrheit sagt. Das hat sie doch. Kommen Sie. Nein, warten Sie. Moment, ich wollte Ihnen nur etwas sagen.
Ich wollte nicht verschweigen, wovon ich überzeugt bin. Sie sind der Mörder Ihrer Frau. Was? Ihr Alibi hängt an einem seidenen Faden. Nur an der Aussage Ihrer Freundin, ich schwöre Ihnen. Herr Engler, ich schwör's Ihnen. Der Faden wird reißen. Mehr wollte ich nicht sagen. So, und nun schönen Abend noch. Ja, bitte? Ich bin Stefan. Ich bin schon im Büro. Wir haben den Mörder. Was haben wir? Den Mörder im Mordfall Engler. Ist sie vernünftig geworden? Hat sie ihre Aussage zurückgezogen? Nein, der Mörder hat sich gestellt. Es ist ein ganz anderer. Was? Ein ganz anderer? Ein ehemaliger Angestellter der Firma von Frau Engler. Er sitzt nebenan. Sie, Herr Mertens. Kommen Sie bitte. Das ist der Herr Mertens. Der hat bis vor einem halben Jahr in dieser Firma gearbeitet. Und wo? Im Atelier. Ich habe Entwürfe gemacht. Herrenmode. Ich war der Leiter des Ateliers. Er ist vor einem halben Jahr entlassen worden, fristlos entlassen worden, von einem Tag auf den anderen gefeuert. Das war doch so? Ja, das stimmt. Ich war 20 Jahre in der Firma und wurde von heute auf morgen rausgeworfen. Kommen Sie, Herr Mertens, setzen Sie sich. Erzählen Sie. Aber ich habe doch schon alles gesagt. Erzählen Sie es ruhig nochmal. Er hat vorgestern seine ehemalige Chefin aufgesucht, um mit ihr zu sprechen. Worüber? Über die Betriebsrente, auf die ich ein Recht hatte. Sie wurde mir zugesichert. Mündlich zugesichert. Aber nun wurde da plötzlich ganz anders argumentiert. Ich sei fristlos entlassen und dadurch habe sich alles geändert. Deswegen war ich bei ihr. Wollte mit ihr darüber sprechen. Als sie sich weigerte, mich anzuhören, sie wollte mich hinauswerfen. Wieder einmal. Und daraufhin verlor ich die Nerven. Gut, ja. Harry, nimm das Geständnis auf. Haben wir schon. Es muss nur noch unterschrieben werden. So. Hier haben wir das Geständnis. Kümmern wir uns jetzt um den Haftbefehl? Willst du auch einen Kaffee? Nein, danke. Sag mal, Harry, hat er einen festen Wohnsitz? Ja, den hat er. Familie? Ja, Frau, keine Kinder. Ist er in Fluchtgefahr? Das glaube ich nicht. Hast du ihn gesehen mit seinem Köfferchen? Der rechnet fest mit U-Haft. Ja. Sag ihm, er wird jetzt dem Haftrichter vorgeführt. Ich nehme ja an, dass er auf freien Fuß gesetzt wird bis zum Beginn des Prozesses. Mhm. Das ist ein sympathischer Mann, nicht? Ja, finde ich auch. Aber ich meine, selbst sympathische Männer. Menschen, die können mal einen Fehler machen und die Nerven verlieren. Ja, das ist vollkommen richtig. Er ist, nachdem er die Nerven verloren hat, auf seine Chefin losgegangen. Und die ist geflüchtet die Treppen hinauf in ihr Zimmer und hat sich dort eingeschlossen. Er aber, ein Mann, ja, sehr sympathischen Eindruck macht, er hat sich nicht zurückhalten lassen, nicht wahr? Er hat die Tür aufgebrochen, eingetreten.
Und dann hatte die Frau, ja, ja, war ja immer noch von Sinnen, hat es ihr erwürgt. Tja, du glaubst ihm nicht, aber es ist ein ganz klares Geständnis. Ja, das ist richtig. Sag ihm, wenn der Haftrichter keinen Haftbefehl erlässt, dann bringe ich ihn nach Hause. Okay. Wie alt sind Sie, Herr Merz? Ich bin 60. Schon mal bestraft worden? Nein, noch nie. Neigen Sie eigentlich zu Jähzorn? Ich weiß nicht. Aber dazu neigt doch jeder, wenn er Grund dazu hat. Nein. Nein, Herr Mertens, dazu neigt nicht jeder. Niemand kann es ertragen, ungerecht behandelt zu werden. Also ich habe mich gegen Ungerechtigkeiten immer gewehrt. Das mit aller Kraft. In diesem Punkt war ich immer zu allem fähig. Zu allem. Warum bringen Sie mich nicht nach Hause? Ich wollte noch einen Kaffee mit Ihnen trinken, wenig mit Ihnen reden. Weiß Ihre Frau, was Sie getan haben? Ja, sie weiß es. Hat sie Ihnen den Koffer gepackt? Nein, den habe ich selber gepackt. Wie lange sind Sie verheiratet, Herr Mertens? 30 Jahre. Wir sind 30 Jahre miteinander verheiratet. Eine glückliche Ehe, ja? Ja. Ja. Na gut. Ich bringe Sie jetzt nach Hause. Einen Moment noch. Harry, kannst du in einer Stunde, anderthalb Stunden in der Lobby sein? Gut, ich warte auf dich. Kann ich nicht erst mal allein mit meiner Frau sprechen? Schließen Sie nur auf. Ich habe gar keinen Schlüssel mehr mitgenommen. Martha, Sie verhaften mich nicht. Es sieht so aus, als bleibe ich auf freiem Fuß bis zur Verhandlung. Darf ich reinkommen? Kommen Sie. Danke. Ich habe nicht gedacht, dass ich nochmal zurückkommen werde. Ich hatte schon Abschied genommen. Was sind Sie eigentlich? Leiter einer Mordkommission. Ja, natürlich. Ich habe alles erzählt, habe das Geständnis abgelegt, unterschrieben. Sie sagten nur, es bestehe kein Fluchtverdacht. Und deswegen durfte ich nach Hause kommen. Frau Mertens, waren Sie vorgestern Vormittag zu Hause? Ja. Wollen Sie mir bitte erzählen, was da passiert ist? Mein Mann sagte, ich werde noch mal mit ihr sprechen. Ich habe ein Recht auf die Betriebsrente. Ich werde über alles mit ihr reden. Auch darüber, dass sie mich von einem Tag zum anderen vor die Tür gesetzt hat. Um 12 kam er nach Hause. Er sagte, Martha, ich habe sie umgebracht. Wir haben dann überlegt, was zu tun sei. Bis mein Mann sagte, ich halt's nicht aus, ich gehe hin und sag alles.
Wie hast du denn überhaupt einen Eindruck gewonnen? Also, was sich da abgespielt hat, das ist, ich kann es gar nicht anders sagen, es ist eine tragische Geschichte, die mit Mord geendet hat. Mhm. Nur, Mord passt ganz einfach nicht zu den Leuten, es passt nicht ins ganze Milieu, ich krieg das nicht zusammen. Ne? Aber das haben wir auch schon zur Genüge erlebt, nicht? Herr Derrick, Engler hier, ich habe eine Frage. Warum rufen Sie mich eigentlich nicht an und sagen mir, dass Sie den Mörder meiner Frau haben? Woher wissen Sie eigentlich, dass ich ihn habe? Weil er mich angerufen hat. Er hat mir gesagt, dass er bei Ihnen war, ein Geständnis abgelegt hat. Ja, das hat er getan gestern Morgen. Und warum erfahre ich das nicht? Ich habe doch wohl ein Recht darauf, so schnell wie möglich informiert zu werden. Ja, sicher. Ich hätte Ihnen das heute im Verlauf des Vormittags schon mitgeteilt. Wie stehen Sie nun da? Waren Sie nicht fest davon überzeugt, dass ich es war? Sie waren doch wie besessen davon, dass ich der Mörder bin. Herr Engler, besessen bin ich grundsätzlich nicht. Sie hatten ein gutes Motiv. Eigentlich müssten Sie sich jetzt entschuldigen. Gern, wenn Ihnen das hilft. Also es freut mich, dass sich der Verdacht gegen Sie, der immerhin sehr begründete Verdacht, nicht bestätigt hat. Für mich haben Sie sich lächerlich gemacht. Unüberhörbarer Triumph. Mhm. Ich meine, das kann man ihm ja nicht übel nehmen, oder? Nein, nur, jetzt haben wir einen sympathischen Mörder und einen unsympathischen Unschuldigen. Ach, weißt du, jetzt möchte ich aber bloß wissen, was die... Was wollen Sie denn noch von mir? Reinkommen. Na ja, wenn es sein muss. Danke. Schwer bei der Arbeit, hm? Sehen Sie ja. Um was geht's denn da? Muss ich Ihnen das erklären? Ich meine, nur wenn Sie Lust haben. Soll ich Ihnen etwas erklären, was Sie sowieso nicht verstehen? Bitte. Ich versuche einen neuen Stil in der Mode. Macht es Sie nicht ganz unruhig, immer dasselbe zu tun? Und dasselbe immer in der gleichen Weise? Da ist was dran, Stefan. Jetzt sagen Sie mir endlich, was Sie von mir wollen. Und lassen mich dann bitte in Ruhe. Der Mörder von Frau Engler hat gestanden. Nein. Es ist der ehemalige Angestellte. Na, vielleicht machen Sie mal, vielleicht kennen Sie ihn sogar. Er war Leiter. Ja, er war Atelierleiter. Heißt Mertens. Was erzählen Sie denn da? Da komme ich nicht ganz mit. Wieso? Mertens hat ein Geständnis abgelegt. Er sagte, nach einem Streit über eine verweigerte Betriebsrente oder so etwas, habe er Frau Engler umgebracht. Geständnis abgelegt? Mertens? Kennen Sie ihn? Ja. Ja, den kenne ich. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Irgendwas haben Sie doch vor. Warum erzählen Sie mir das? Moment mal. Kommt Ihnen das, was ich Ihnen da sage, kommt Ihnen das unglaubwürdig vor? Das ist nichts Besonderes. Mir kommt immer alles erstmal unglaubwürdig vor. Ich komme nicht dahinter, was Sie von mir wollen. Nichts? Ich dachte nur, es würde Sie interessieren. Immerhin habe ich nie einen Zweifel daran gelassen, dass ich Engler für den Mörder halte. Mertens hat ein Geständnis abgelegt? Ja. Naja, dann ist ja alles in Ordnung. Dann sind Sie wohl ganz glücklich, wie? Passen Sie auf, dass ich nicht böse werde und schreiben Sie sich hinter Ihr entzückende kleine Stirn. Ich war noch niemals glücklich, wenn ich ein Geständnis von einem Mörder habe. Erzählen Sie mir doch nichts. Sie rufen doch Halali, jemand ist zur Strecke gebracht. Nein, das ist falsch. Aber von mir aus. Ein Hoch auf die Vorurteile, wenn man ihnen nur keine entgegenbringt, nicht? Ich sehe, was ich sehe. Und ich sehe es bestimmt nicht so, wie Sie es sehen. Naja, dann ist ja alles in Ordnung. Ich hab's gehört.
Darf ich jetzt weiterarbeiten? Oder kommt da noch was? Nein, da kommt nichts mehr, Harry. Sie wissen ja, wo die Tür ist. Einfach nur zuschlagen. Vielen herzlichen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, was war denn da komisch? Sie hat jetzt etwas gehört, was sie absolut nicht akzeptieren konnte. Frage, weiß es besser? Ja, was soll sie denn besser wissen? Ja, du denkst, das Geständnis von Mertens ist nicht echt. Da kommt's ja. Ah ja, sieht aus, als hätte sie es eilig. Stefan, ich meine, du kannst doch nicht im Ernst annehmen, dass der Mörder, nehmen wir mal an, Engler ist der Mörder, dass der jemanden findet, der die Tat auf sich nimmt. Harry, ich habe das Geständnis von einem Mann, dem ich die Tat nicht zutraue. Der Täter verfolgt sein Opfer die Treppe hinauf. Sie rennt in ihr Zimmer und schließt es ab. Na, der? Er rennt gegen die verschlossene Tür. Und spätestens jetzt, nach dem vergeblichen Trommeln gegen diese Tür, da ist der blinde Jähzorn zu Ende. Denn nun tritt die Tat in eine ganz neue Phase. Anstelle des Jähzorns, da tritt kühle Überlegung. Weißt du, eine Tür aufzubrechen, das ist ein ganz schönes Stück Arbeit. Und darin demonstriert sich der absolute Tötungswille. Harry, beim Mertens? Ich meine, du magst recht haben, aber es nimmt doch niemand einen Mord für einen anderen auf sich. Ja, richtig. Aber ich weiß ja auch nicht, wie der Engler das geschafft haben könnte. Ja, schau dir das aus dem Kopf, das ist Unsinn. Ich meine, es tut doch niemand für einen anderen. Also nicht für Geld und nicht für gute Worte. Und der Mertens hat ein glaubwürdiges Motiv. Ich meine, wir haben uns ja erkundigt. Die Betriebsrente wurde ihm verweigert. Dann hat er ein schlechtes Verhältnis zu seiner Chefin. Er hat sich ja lautstark beklagt, dass ihm Unrecht geschehen ist. Und seinen Ruf sonst? Ja, der ist nicht schlecht. Ist ein guter Kollege. Und sein Familienleben hat ein außerordentlich gutes Verhältnis zu seiner Frau, was auch dagegen spricht, dass dieser Mann eine Tat beginnt, eine Mordtat für jemand anderen. Mensch, Stefan, gib's doch zu. Besuch bekommen. Guten Abend, Frau Mertens. Entschuldigen Sie, wir sitzen hier, hören ein bisschen Musik. Bitte schön. Danke. Ja, das tut mir nur sehr leid. Jetzt habe ich Sie gestört. Nein, 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 nein. Wie sieht es denn aus? Mit dem Prozess meine ich. Wann kommt er? Kann man das übersehen? Das ist jetzt alles bei der Staatsanwaltschaft. Wie lange das dauert, das weiß ich nicht. Sagen Sie mal, das war doch... Ja, das war gerade Krieg. Wir haben ihn besonders gern. Wir waren ja mal in Norwegen, in Bergen. Nicht wahr, Martha? Wollen Sie etwas trinken? Wir trinken Wein, Weißwein. Wenn Sie mögen. Bitte. Weswegen kommen Sie vorbei? Haben Sie mir etwas mitzuteilen? Nein. Ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht. Nicht besonders. Nein. Mir geht es nicht gut. Franz. Entschuldige. Ich mache immer denselben Fehler. Ja. Und ich vergesse, Ihnen Wein einzuschenken. Machst du das? Ach, Moment, ich wollte Sie doch etwas fragen. Wie gut kennen Sie eigentlich den Ehemann von Frau Engler? Also nicht, dass mir der Mann sehr gefallen hätte. Wie sollte er? Ein Mann, der nicht sehr viel vom Fach verstand. Er redete mir ständig drein. Er war rechthaberisch. Immer drauf aus, seinen Willen durchzusetzen. Und
Naja, es muss auch solche Leute geben. Meistens sitzen sie am falschen Platz, dort, wo sie nicht hingehören. Hätte ich Ihnen den Wein nicht anbieten sollen. Oh, doch. Warum fragen Sie nach Engler? Ja, ich denke ständig an ihn. Er geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Wissen Sie, er hat ein besseres Motiv für den Mord gehabt als Sie. Seine Frau wollte sich von ihm scheiden lassen und nach dem Ehevertrag hätte er in einem solchen Fall an Sie nicht die geringsten Ansprüche gehabt. Dann habe ich also sein Geschäft besorgt. Kann man das so sehen? Entschuldigung. Ich kenn's mal. Eine gute Bemerkung, die Herr Mann da gemacht hat. Was meinen Sie? Nun ja, er stellte fest, ich habe also Englers Geschäft besorgt. Entschuldigung. Guten Abend. Ich bin eine Kollegin Ihres Mannes. Ich wollte mal bei Ihnen vorbeischauen. Darf ich? Was machen Sie denn hier? Naja, ich hatte noch ein, zwei, drei Fragen. Was soll das? Läuft hier irgendwas? Nein, wieso? Nun bleiben Sie doch erst mal hier. War keine gute Idee, hierher zu kommen. So ein Typ wie Sie ist doch immer im Dienst. Also, was für Fragen hatten Sie? Wieso, das ist alles längst erledigt. Ich sitze hier und trinke ein Glas Wein. Sehen Sie doch. Im Ernst. Also kommen Sie her. Dann kommen Sie her, setzen Sie sich hin. Glas Wein kriegen Sie bestimmt auch. Nicht wahr, Herr Mertens? Ja, natürlich. Macht er. Nein, nein. Kommt gar nicht in Frage. Ich verziehe mich dann wieder. Vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht bevor Sie ins Gefängnis gehen. Also dann. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt auch. Und, vielen Dank für den Wein. Fahren Sie nicht weg. Ich habe mit Ihnen nichts zu tun. Kommen Sie, steigen Sie aus. Ich steige nicht aus. Gut, ich lasse Sie wieder vorladen. Vielleicht können Sie mir jetzt schon sagen, was Sie von mir wollen. Nee, nicht auf der Straße. Wo hätten Sie es denn gern? Steigen Sie erst mal aus. Und Sie fühlen sich wohl hier? Was? Wie? Ja, einigermaßen. Das ist sowas wie eine zweite Wohnung für mich. Sie fühlen sich hier wie in einem Raubtierkäfig, hä? Halten Sie mich für ein Raubtier, was? Nein, so ist das nun auch wieder nicht. Ich versuche nur, den Gegensatz zu verkraften. Ich wirke auf Sie komisch und Sie wirken auf mich komisch. Aha. Aber das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Ich frage mich, ob Sie überhaupt wissen, was wirklich wichtig ist. Was wichtig ist? Naja, das ist ja zumeist sehr subjektiv, denke ich, nicht? Mann, das ist ja ein ganz gescheiter Satz. Danke. Was sind denn das für Typen hier? Das sind Juristen. Ja, Juristen zumeist, ja. Ein paar Polizisten gibt's ja auch. Da drüben ist eine Richterin, Staatsanwältin. Aber es ist ja auch nicht so wichtig. Ne? Warum waren Sie bei Mertens? Weil ich ein Erlebnis nicht verpassen wollte. Und mehr hat sie nicht gesagt? Nein. Was könnten die für ein Erlebnis gemeint haben?
Das frage ich mich die ganze Zeit. Sie umarmte Frau Mertens und die Art und Weise, in der sie das tat, das geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Das war ganz instinktiv, das war ganz spontan. Ist doch gar nicht ihre Art. Wie reagiert sie denn sonst? Immer auf Distanz bleiben, nicht wahr? Nur keine Gefühle zeigen. Aber hier, da... Also, ich krieg's nicht raus. Ich habe nicht die geringste Vorstellung. Wo ist denn an? Engler. Ja, bitte? Hier ist Derek. Ah, hallo, Herr Oberinspektor. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich habe nur eine Frage an Sie. Haben Sie Ihre Freundin zu Mertens geschickt? Was? Meine Freundin zu Mertens geschickt? Was ist los? Na ja, ich habe sie da getroffen. Wen getroffen? Ich sag's dir schon, ihre Freundin. Bei Mertens getroffen? Ja. Wir haben da zusammen Wein getrunken, haben Grieg gehört und Grieg. Grieg. Was erzählen Sie da? Mit wem haben Sie zusammen Wein getrunken? Mit den Mertens. Packen Sie aus jetzt. Was ist los? Gar nichts ist los. Sie wollten nur sagen, dass Ihre Freundin einen prima Eindruck auf mich gemacht hat. Sie versteht sich ausgezeichnet mit den Mertens. Besonders mit Frau Mertens. Kommen Sie zur Sache, Derek. Wieso eigentlich? Mehr wollte ich Ihnen ja gar nicht sagen. Jetzt glaube ich auch, dass da einiges nicht stimmt. Kann ich noch mal Herrn Engler haben? Herr Engler hat gerade das Haus verlassen. Wie lange warten wir jetzt schon hier? Über eine Stunde. Ja, was ist, wenn er sie umbringt? Das kann er sich nicht leisten. Sie ist immer noch seine einzige Alibi-Zeugin. Ja, da kommt er. So, jetzt sind wir dran. Man macht sie denn nicht auf? Ich meine, die muss doch da sein. Machen Sie auf. Warum? Warum hat er sie geschlagen? Wussten Sie, dass Mertens todkrank ist? Dass er nur noch ein halbes Jahr zu leben hat? Und das wusste Engler. Deswegen macht er ihm das Angebot. Übernimm du den Mord und ich sorge für deine Frau. Stell sie finanziell sicher. Sie wird nach deinem Tode keine Not leiden. Das hat Mertens dann auch getan. Seiner Frau zuliebe. Und nun sagen Sie selbst, ist das nicht absoluter Wahnsinn? Sie haben Engler ein falsches Alibi gegeben. Darüber werden wir noch reden müssen.
Darf ich mal telefonieren? Mertens? Der ist im Krankenhaus. Er muss jede Woche einmal zur Untersuchung. Sie wissen alles. Ja. Sie müssen das verstehen. Ich habe mir schreckliche Sorgen gemacht um meine Frau. Was soll aus ihr werden? Sie hat ja vielleicht noch 20, 30 Jahre vor sich und ich habe keinerlei Rücklagen. Das hat mich fast um den Verstand gebracht. Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Warum hat Ihre Frau das mitgemacht? Ach, sie wollte das doch nicht. Aber ich habe sie angefleht, lass es mich machen. Es würde mir so sehr helfen. Auf Wiedersehen, Frau Mertens. Und grüßen Sie mir Ihren Garten. Dankeschön. Können wir jetzt gehen? Ja, natürlich. Da. Ari, zeig ihm, dass wir ihm auch etwas mitgebracht haben.